Hallo Leute, herzlich willkommen zu Technik for Fun. Und heute gibt es mal ein Review zum Synchron Charger von Patona. Ja, das ist das schöne Stück. Hier kann man es nochmal sehen. Also, es ist ein Ladegerät für Kameraakkus, um das jetzt mal vorweg zu sagen. Ihr seht also zum Batterieladen. Ein USB-Gerät kann man gleichzeitig laden, also zum Beispiel ein Handy, ein Micro-USB-Eingang, ein 12-Volt-Eingang und ein 230-Volt-Eingang. Ja, es kommt hier ganz schön in dieser Verpackung. Ja, da muss man auch was sind hier drin, das ganze Zeug. Bedienungsanleitung und Garantie und so. Schönes gelbes Klopapier. Sollte man sich ja natürlich vorher eigentlich durchlesen, aber ihr kennt mich ja. Ja, dann machen wir hier jetzt nochmal schnell weiter. Das ist die Ladeschale, die es dazu dann gibt. Das ist jetzt die LPE8-Version, weil ich das Ganze ja für eine Canon EOS 700D haben möchte. Und dafür ist dann die Ladeschale. Also hier diese Ladeschale, da kommt dann der Akku rein. Und das Schöne ist, man kann dieses Ladegerät dann halt mit verschiedenen Ladeschalen nutzen. Das heißt, man hat ein Ladegerät und kann es für verschiedene Akkus nutzen. Dann machen wir hier mal weiter. Hier haben wir das Kabel. Und hier haben wir das zweite Kabel. Das ist ein 12 Volt Adapter, 12 bis 24 Volt Adapter fürs Auto. So schaut der jetzt aus. Ja. Herzstück, das ist das Ladegerät hier. So schaut das Ganze aus. Und das Schöne ist jetzt einfach, man nimmt hier diese Ladeschale, drückt die hier drauf und klippt die einfach fest und schon ist das Ganze für den 700D verwendbar. Ja, schauen wir uns jetzt mal Anschlüsse und so Sachen an. Also so schaut das Ganze hier von der Seite aus. Hier haben wir den Eingang für die 230 Volt, für die andere Seite und hier die verschiedenen Eingänge. Einmal oben schaut das Ganze so aus. Hier haben wir einen LCD-Bildschirm, der einem den Akkustand anzeigt, die Ladeschale. Das steht hier unten drauf. So, hier haben wir nochmal das ganze Ding. Also hier haben wir einen 12 Volt Eingang, 5 Volt Ausgang, 5 Volt Eingang, der 5 Volt Eingang. Ganz einfach dafür da, dass man jetzt hier zum Beispiel eine Powerbank nimmt. Ich nehme jetzt hier nochmal den Akku, tue den gerade nochmal rein. Wir sehen, der ist bei 41%. Dann nehme ich die Powerbank, schließe die hier an und man sieht, es lädt. Also ich kann jetzt auch unterwegs über eine Powerbank das Ganze laden. Was hat man noch da? Wir haben noch den normalen Stecker da, den kann ich hier reinstecken. Und das Ganze dann über die Steckdose laden. Oder ich nehme hier diesen Kfz-Adapter, stecke den hier ran und kann das Ganze dann über die Autosteckdose laden. Drüber gleichzeitig mein Handy laden kann. Ich kann mein Handy laden, während ich den Kameraakku lade. So, jetzt noch ein Test, welches Ladegerät den Original Canon Akku schneller aufladen kann. Ja, nach einer Stunde und 10 Minuten ist der Akku vom Patona Ladegerät voll. Und der Canon-Akku vom Canon-Gerät erst nach einer Stunde und 40 Minuten. Jetzt zum Fazit. Ich kann euch dieses Ladegerät wirklich empfehlen. Ich habe keinen einzigen negativen Punkt gefunden. Wobei man ja auch sagen muss, es kostet wirklich nur 20 Euro, also die Hälfte vom Original-Ladegerät von Canon. Hat ein LCD-Display, ist wirklich gut verarbeitet, robust, hat verschiedene Eingänge, lädt schneller als das Original-Ladegerät, also es ist wirklich viel besser
und halb so teuer. Deswegen kann ich es euch wirklich nur empfehlen. Wenn ihr es kaufen wollt, Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Hier geht es noch zu einem weiteren Video von mir. Da zeige ich euch, wie man aus einem Arduino einen Auslöser für Zeitraffer für die Kamera machen kann. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann gebt bitte einen Daumen nach oben da. Und dann tschüss, bis zu einem weiteren Video.